Yo Freunde, willkommen hier zu einem weiteren oder zu einer weiteren Session. Zwei Tage später als letzte Session, seid ihr zugesagt. Wir kümmern uns heute um die Stahlarena. Als erstes hatte ich mir überlegt, da schon ein paar Gedanken gemacht. Wir sehen hier nämlich ja Hierarchie, Stolos, Kobalium, Klick, die Klavien und Metakross. Haben wir überlegt, ja, eigentlich bietet es Granit mit Vulkanien an. Und deshalb werde ich das auch einfach ganz knallhart tun. Weil ich genau davor Angst hatte. Und mit einem Feuersturm hier im Prinzip so ein bisschen Initiative gewinnen kann, meine größte Sorge sind die Spikes, wohl bemerkt, weil ich die gerne selber auslegen würde, bevor er es tun kann. Das wäre mir ein Anliegen. Das sollte vielleicht auch mal hier ein bisschen den Stuhl wieder hochfahren. Im letzten Mal, das war eigentlich ein ganz effektiver Schachzug, würde ich mal sagen. Deshalb werden wir heute das wieder so tun. Yes, ich bin mal gespannt, was er macht, denn Klavion kann mit der T-Wave zwar, kann das Theater machen, es kann Schmarotzer, es kann die Screens machen, was auch nicht so cool wäre, und es kann halt noch die Stachler. Ansonsten Diebeskuss halte ich eigentlich für relativ große Verschwendung darauf, warum er jetzt schon wieder so lange für seinen ersten Zug braucht, I don't know. Müsste ihn vielleicht mal nach dem Kampf einfach mal so ganz dreist fragen oder zwischen den Kämpfen mal irgendwann, warum er immer so lange gebraucht, weil, na gut. Wie sagen, ja, ich schneide halt immer so ungern am Anfang ein paar, aber das ist halt auch. Ah, guck hier, Lightscreen, Fire Blast, Mist natürlich, das ist sau ungeschickt, Vulkanien, weil du damit mir im Prinzip das Matchup schon sehr versauen kannst. Ja, gut. Er wird auf jeden Fall die Screen spielen, ist doch gar nicht so schlecht, wenn ich die am Anfang ein bisschen ausdollen kann. Da habe ich ja dann noch Methoden hier, man sieht Skarmory, wie ich die Screens auch locker ausdollen kann. Das Problem ist, wie gesagt. Die Stachler wären sehr uncool, da würde ich dann echt ein bisschen pissed sein, wenn er davon zwei oder drei rauskriegt oder auch nur einen. Ja, jetzt kommen die Stachler, tatsächlich und der Fireblast, der One-Hitte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass jetzt hier einmal die Spikes geschenkt wurden. Weil natürlich in meinem ultimativen Spiel habe ich natürlich keine Spikes vorgesehen. Und auch keinen Miss vorgesehen, also keine Spikes und kein Defog dementsprechend auch. Das heißt, unsere Wechseloptionen sind jetzt ein wenig beschränkt, das ist noch nichts Dramatisches, aber er hat einen Mon schon verloren hier, der Fireblast. Ich denke, wenn er es jetzt kalkt, dann wird er feststellen, dass ich gespaxt bin. Kommt natürlich Shiny Queen rein, das war relativ klar, also macht auch gar keinen großen Wind drum, da holen wir Skarmory rein. Der hier an der Stelle dann, ja, Autonomize ist okay. Kann man machen, muss man nicht. Ich gehe jetzt immer auf die Spikes. Ich hoffe, das drückt nicht zu viel Schaden raus, aber wir sind ja physisch defensiv, von daher bin ich da unbesorgt. Ha, ja, easy, Freunde. Easy, easy, easy. Trotzdem Roost, falls ein Crit kommt und so. Also rechtzeitig roosten hier, mein wichtigster Tipp. Immer rechtzeitig roosten hier, wenn man weiß, man ist so auf das Skarmory angewiesen, wie ich es gerade bin. Wirken die Spikes überhaupt? Mich ist gerade so ein bisschen wundert hier, weil das da nicht steht. Er wechselt raus auf den, das kann Volt Switch, das weiß ich. Ja, dort die Spikes wirken. Er versucht sie auch zu boosten, aber das machen wir schnell weg. Kommt hier der Todbringer rein, natürlich nette Anlehnung an Suishomaru hier an der Stelle mal wieder. Die Frage ist, was zu tun ist. Ich glaube, Whirlwind ist auch hier ganz gut. Eigentlich Ice Punch ist ein bisschen ein Hohn fast schon. Und ich glaube, dass wir hier mit Skarmory sehr, sehr gut aufgestellt sind, was das angeht. Hier lege ich noch eine dritte Ladung Spikes, damit alle, die jetzt reinkommen, 25% Schaden nehmen. Das ist schon eine ganz schöne Menge. 25% können wir gerne glauben. Das hat Wild Charge auch drauf. Zum Glück kein... Boah, das macht mir doch eine ganz schöne Stange zu viel Schaden schon. Deshalb holen wir mal Hippowdon rein. Das ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Teams hier an der Stelle. Sehr gut, sehr gut. Nämlich dann kann ich hier noch die Spikes rauslegen. Die machen immer noch, wenn ich die Spikes, die Rocks, die machen auch noch ein paar Prozente mehr Schaden. Die nehmen wir dann auch mit. Also so die 6%, 6 bis 3%, die könnten wichtig werden. Vor allem, weil er hat jetzt hier, oh, er hat hier den Ding drauf, den, das Gear, das, wie heißt, Gear Grind, das heißt, wie ist der Tag auf Deutsch, sagt's mir. Ich weiß nicht, Freunde, tut mir leid, ich hab's total verpennt, gerade die jetzt Attacke im Kopf zu haben. Ah, wie heißen die? Klickdismus, oder war das? Der Toadbringer, ja, das ist nicht so geschickt, dass der jetzt da reinkommt. Nämlich eine Chance, so viel Schaden, Eispunch sollte aber auch hier durchaus überlebbar sein. Erdbeben und
Mega Meter, großes Zweck. Very, very good, Freunde. So. GG, ja, noch nicht ganz, aber annähernd. Zumindest. Ich sag ungern so früh GG, aber hier Arthos wissen wir selbst, dass der nicht allzu viel ausrichten wird, weil das halt mehr so ein bisschen, ja, ist halt so ein mäßig gutes Pokémon, muss man sozusagen. Also ich finde persönlich hier, dass Kubalium sogar ein relativ schlechtes Pokémon ist für mich in der Top 4. Ja, ich weiß nicht, ob ich es reinpacken wird. Eigentlich eher nicht. Die Sache ist halt, ich kann hier nicht so gut raus. Deshalb bleibt jetzt jemand drin, geh einfach auf den EQ und man macht das schnell weg. Bevor es hier alles Lake-Offs raushaut. Ja, komm, hier Erdbeben, das passt schon. One Wish, auch hier werde ich jetzt sofort auf den Erdbeben gehen und dann nicht mehr länger rummachen. Denn wie gesagt, der Stolos, das könnte noch unter Umständen, das ist irgendwie eine, es hat glaube ich keine Möglichkeit, seinen Angriff zu boosten, aber es kann natürlich trotzdem übel werden. So, hier erstmal Jirachi, ein paar KP Schaden zufügen. Ich glaube, da nehme ich als nächstes Kyurem. Ah, nee, der hat ja keine Attacke hier drauf. Das ist doof. Gut, ich werde es trotzdem hierher geben, natürlich, ganz klar. Und dann holen wir, ne, kein Gamma brauchen, noch holen wir Volcanion rein, der hier mit dem Feuersturm mal. Oder Earth, ne, nehmen wir Earth Power, das sollte, das reicht auf jeden Fall. Earth Power ist deutlich sicherer sogar, würde ich sagen. Er ist auch eine gute, oder ne, solide physische Defensive, wie ihr sicherlich wisst. Und demnach sollten wir die Stahl hier ohne Problem regeln können. Ja, das ist der Spikes, waren die ultimative Taktik. Ich sehe, das Team war gar nicht so stallig, also doch eigentlich schon, aber Stone Edge Mist, das ist sogar noch schneller, das hat mich ein bisschen gewundert, aber macht im Endeffekt nichts mehr, da wir noch ein Preloom hatten, etc. pp. In diesem Sinne dann zur sechsten Arena.